So, hallo Leute, und danke, 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 danke an jetzt schon 26 Abonnenten. Ich kann noch mal gucken, vielleicht ist es mehr geworden. Nein, leider nicht, aber wie ihr sehen könnt, 26 Abonnenten. Toll. Innerhalb 2 Tagen 6 neue Abos, also das finde ich echt cool. Und ja, das Video ist für euch und jupp. Heute zeige ich euch, wie ich mir so ein Avatar erstellt habe. Dann geht ihr einfach auf eure Startseite und gebt oben ein www.faceyourmanga.com. So, kommt diese Seite, wählt ihr eine Sprache aus. Englisch ist das Beste, was ihr wohl verstehen könnt, dann klickt ihr auf Start Now oder einfach auf Face Your Manga, auf Create hier unten, und dann sucht ihr euch euer Geschlecht aus. Ich bin natürlich männlich. Dann wird es hier kurz geladen und dann könnt ihr einfach drauf los machen. So, zum Beispiel hier das Kind verändern, auf alle Versionen nochmal extra Falten oder Lines, die man sonst nicht hat. Nur jetzt, weil man, das sind so besondere Merkmale. Dann hier zum Beispiel bei mir Sommersprossen. Wenn man einen Bart hat, einen Bart. Oder Rouletten, oder ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Dann Augen, hier unten kann man die Farbe auswählen. Dann nochmal die Augenbrauen. Die Nase. Die Ohren. Die Haare, kurz oder lang. Lang hier nochmal. Die Klamotten, zum Beispiel jetzt das, dann nochmal Polohemd oder eine Jacke drüber, ob man eine Krawatte hat oder einen lieben Gürtelschal. Und jeweils kann man immer die Farbe einwechseln. Logos kann man jetzt nicht schreiben, auch nicht. Dann nochmal extra Sachen, so wie Brillen, Markenzeichen, Ketten, Piercings. Tattoos. Und Peace oder so zeigt oder so. Dann nochmal eine Maske oder Augenklappe oder gar nichts. Den Background kann man auch auswählen, ob man ihn so füllen soll, ob man so dann sowas machen möchte. Und das Wetter oder eine andere Themen kann man auch noch auswählen. Dann kann man ihn noch make-upen und dann klickt man hier auf den Button Finish. Gibt zum Beispiel jetzt ich Tim, dann gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein. Zweimal. Und drückt hier auf Piracy, wo er herkommt. Ich komme jetzt aus Afghanistan. Date of Birth. Und dann wird es gesendet und kommt dann auch an. Nach einiger Zeit müsst ihr dann auf ein Foto klicken. Und dann müsst ihr da auf Grafik speichern gehen und nicht das kaufen, weil sonst kostet es ja was und so ist es einfach kostenlos. Ja, diesen Tipp habe ich bekommen von dem Kommentorio, der ebenfalls so ein Avatar hat bei allen seinen Sachen, bei Twitter oder allem sowas. Kann man hier auch nochmal sehen. Hier. Und ja, von dem habe ich den Tipp bekommen. Link gibt es auch nochmal. Ja, okay, ciao, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.